Dann treibst du einfach auf dem Wasser hoch und raus. Was? Ich? Warum ich? Du? Danke, du hast mir sehr geholfen. Ich möchte dir auch etwas geben. Was sehe ich? Du hast ein Schweinekostüm? Dann habe ich das perfekte Geschenk für dich. Bestimmt ein Anzug. Also so Schwimmanzug. Durch alte Weisheit, durch die Macht des Wassergeistes, verleihe ich diesem Kostüm neue Kräfte. Ein blaues Schweinekostüm. Schwimmanzug erhalten. Überrascht, dass ich deinem Schweinekostüm neue Kräfte verliehen habe? Nö. Jetzt kann man damit schwimmen. Mit anderen Worten, jeder, der diesen Schweineschwimmanzug anlegt, kann schwimmen. Ja. Egal, ob er das vorher konnte. Ja. Es ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Na komm schon, probier's mal. Na, und? Keine Angst mehr vor dem Ertrinken, was? Okay. Können wir denn hier auch angreifen? Oh, 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 oh. ich nehme mir... Können wir im Wasser keine Mahlzeit nehmen? Ich nehme mal noch eine Mahlzeit. Können wir die auch essen? Nee. Dreckkugel. Wir haben so viel Kram, von dem ich nicht weiß, wofür wir das überhaupt brauchen. Ja. Achso, wir können jetzt hier hoch wahrscheinlich, ne? Das ist ganz schön. Aber ich gehe erstmal nach oben. Ach, schade. Ich glaube, die kann man einfach nicht kaputt machen. Wow. Was nu? Ach so, das ist so ein Neulade. Alles klar. Was mit dir? Fluss wollte ich meine Waren befördern, aber jetzt sieh dir das an.
Diese Plattform ist im Weg und ich komme nicht mehr vorwärts. Es muss doch irgendwo einen Mechanismus geben, der die Plattform absenkt. Die weiße Plattform versenken. Oh! Oh, sind jetzt alle weg? Das wäre der Hammer. Die haben mich ganz schön genervt, die Dinger. Wow, wie hoch oben das war! Das hätte ich allein nie geschafft! Ah, endlich kann ich meine Waren liefern! Ich muss sie nur noch auf das Floß laden! Und was ist da jetzt das Problem? Das ist viel zu schwer. Kannst mir ein bisschen was von abgeben? Ich hab's. Für deine Hilfe bekommst du diese Schatztruhe. Und weh, da ist jetzt nur eine Feder drin. Sie passt sowieso nicht auf das Floß. Dann mache ich mich auf den Weg. Danke. Tschüss. Auf den Weg, hat er gesagt. Aber wohin will er denn? In dieser Richtung ist doch eine Höhle. Ein weißer Schlüssel. Ein weißer Schlüssel! Hellklangperle, was ist das denn? Warum kommen da Baumstämme? Verschlossen. Es ist die... Ach, vielleicht hätten wir das auch damit kaputt machen sollen. Da nicht dran. Was ist das denn? Ist das ein Königsfisch oder was ist das? Ah, jetzt habe ich ihn bekommen. Das ist sehr schön. Wow! Was für ein riesiger Fisch! Aber er scheint zu schlafen. Weg den Riesenfisch. Danke. Endlich bin ich frei. Kann ich dich was fragen? Was denn, Schatz? Schatz. Du hast gesagt, dieser Ort sei auch von den Schweinen verflucht. Dann müsste doch eigentlich auch eine Schweinetasche hier sein. Weißt du etwas darüber? Hat bestimmt der Fisch gefressen. Wir müssen den Riesenfisch wecken. Er ist der Wächtergott des Wassertempels. Das sieht momentan schwierig aus. Um den Riesenfisch zu wecken, brauche ich meine Harfe. Aber als mich die Wasserschweine einsperrten, nahmen sie sie mir weg. Du willst sie nicht wirklich suchen, gehen, doch. Oder? Vielen Dank. Aber sei vorsichtig.
als sie mir die Harfe wegnahmen, sah ich, wie sie in 4 Teile zerlegten. Sie nahmen die rechte Harfenseite, die linke Harfenseite, die Hellklangperle und die Tiefklangperle. Sie warfen die Teile in die Luft und sie fielen irgendwo hier in der Nähe hin. Aha! Jetzt wissen wir auch, was die Hellklangperle ist. Hat also nichts mit Hölle zu tun. Könntest ja mal probieren, ne? Und wo kommen wir jetzt hin, wenn wir hier runtergehen? Tiefklangperle. Ah, sehr schön. Mal gucken, ob hier noch irgendwas... Nicht, dass hier noch irgendwas ist. Warum kommen die Dinger denn jetzt hier hin? Ist sie tot? Oh. Aber die haben doch gesagt, das wird zu einer Höhle. Das haben die gesagt. Das heißt, der Typ ist dann da runtergefallen und gestorben. So, was ich jetzt aber machen werde, wir werden wieder in den Hintergrund gehen. Nee, das funktioniert. Obwohl, doch, vielleicht funktioniert es. Mal gucken, ob das funktioniert. Es wird höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Nee, nee, nee. Nee. Nein. Dann gehe ich nochmal zu dem anderen Weg. Da war ja auch noch so ein Wasserfall, wo wir nicht lang konnten. Oh.